herzlich willkommen zur ersten Folge von Jeber Shisha. Sozusagen haben wir jetzt unser erstes Mal gemeinsam. Und zur Premiere haben wir uns den Adaya Iceland on the Rocks ausgesucht. Den werden wir jetzt mal rauchen in der Amy Helix Glass Shisha mit dem Kalaub Lotus. Zwei Amy Goldkohlen mit drauf. Rauch im Ultra Slim THS Glasmundstück. Ja, wir haben heute irgendwo raus. Wir haben nämlich hier Special Guest, die Viva, unsere Hauskatze. Und könnte sein, dass gleich die Minions den Tusch, aber das soll uns ja nicht beeinflussen. Gehen wir mal los. Zum Tabak selbst. Wir kriegen 250 Gramm Tabak, ready to smoke, für 13,90 Euro. Zum Geschmack lässt sich sagen, wir haben eine wunderschöne Limettennote, die sehr natürlich rüberkommt. Leicht herb, aber auch leicht süßlich. Und man lässt erahnen, dass es nach Ei schmecken soll. Gut angeraucht ist die ganze Zeit, so 5 Minuten. Gucken wir mal, wie die Rauchentwicklung ist. Auch Schnitt des Tabaks ist typisch Adaya, also kann man nichts gegen sagen. Geschmacklich haben wir eine herbe Limettennote, die aber keine Menthol- oder Minznote dabei hat, sondern eher dieses frische, kühle Eisnote. Also ohne Eigengeschmack, kühlt nur sehr. Geht schön in den Hals, bleibt voll im Mund. Perfekt. Also ich würde sagen, das Ding hat das Zeug zum Sommertabak. Ein bisschen früh für das Video, egal. Ich könnte euch vormerken. Wie gesagt, das Ding hat das Zeug zum Sommerflavor. Auf jeden Fall eine Kaufempfehlung für Leute, die auf kühle, erfrischende Limette stehen. Drückt überhaupt nicht, ist entspannt zu rauchen. Super leckerer Tabak. Das war's für das erste kleine Video in diesem Jahr. Und würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen da lasst und uns abonniert. Steckt noch in den Kinderschuhen, aber es wird schon. In dem Sinne, auf Wiedersehen.